Anjung, heute die vorletzte Herausforderung im Paljang Home Contest. Heute geht es ein bisschen mehr um den Rücken, um die Rumpfspannung, aber wie gesagt, eher um den Rücken. Und was braucht ihr heute? Heute braucht ihr eine Stoppuhr. Wie gesagt, ich nehme da mal mein Handy. In der Halle habe ich jetzt natürlich eine Stoppuhr, weil ich weiß nicht, ob die jeder von euch auch zu Hause hat. Also von daher nehmt gerne das Handy. Das ist jetzt keine Zeitvorgabe. Der Trick in der Herausforderung liegt darin, so schnell wie möglich zu sein. Also jetzt geht es nicht darum, innerhalb von einer Minute etwas zu schaffen, sondern etwas so schnell wie möglich zu schaffen. Und das Werkzeug, das ihr dafür benötigt, für diese fünfte Herausforderung, ist euer Taekwondo-Gürtel oder euer Hennungbogen-Gürtel. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr nehmt einen Gürtel. Ihr könnt auch eine Schnur nehmen, aber nehmt einen Gürtel. Das macht sich bei der Herausforderung, ihr werdet das gleich sehen, deutlich besser. Ein Haken hat die Sache, vor allem bei den Kindern, die noch nicht ganz lange dabei sind oder noch nicht so lange dabei sind. Ihr müsst diesen Gürtel binden und wickeln können. Und für diejenigen, die noch nicht genau wissen, wie das Ganze funktioniert, für diejenigen werde ich das jetzt mal ganz kurz vormachen. Und nachdem ich das vorgemacht habe, ich werde es auch währenddessen erklären, damit auch ein paar Kleinigkeiten geachtet werden kann. Nachdem wir das haben und ich euch erklärt habe, wie man den Gürtel bindet, kommen wir mal zur Herausforderung, weil das ist eine der Aufgaben, die ihr für diese Herausforderung benötigt. Ihr müsst, das hat was mit Gürtelbinden zu tun. Gewissermaßen, wie genau, sehen wir gleich. Erstmal das Gürtelbinden. Bis gleich. So, wie geht denn das Gürtelbinden? Passt bitte auf, wenn ihr, falls ihr jetzt habt das ja auf Video, aber falls ihr jetzt nochmal im Internet nachschauen solltet, es gibt viele Möglichkeiten und Variationen, wie man einen Kampfsportgürtel um seine Hüfte gebunden und gewickelt bekommt. Das variiert von Sportart zu Sportart. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Im Taekwondo, vor allem im WT-Stil, bindet man den folgendermaßen. Und schaut bitte genau zu, ich werde euch auch ein paar Tipps währenddessen oder während ich den Gürtel binde geben. Als erstes müsst ihr natürlich den ganzen Spaß lösen. Ihr werdet jetzt den Gürtel mit Sicherheit nicht umgehabt haben. Wenn doch, sehr vorbildlich. Aber dann zieht ihn bitte aus, weil wir wollen ja das Gürtelbinden üben. Vor allem die jüngeren Herrschaften unter euch, also die 5- bis 6-, 7-Jährigen, vielleicht auch einige 8-Jährige, die das noch nicht gelernt haben, noch nicht können, ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht auch einige Erwachsene, die noch nicht lange dabei sind, das ist überhaupt kein Thema, oder Jugendliche. Schaut euch das ganz genau an und übt das bitte erstmal, bevor ihr euch dann an die Herausforderung traut. Ansonsten ist das wird zeitlich sonst, glaube ich, ziemlich utopisch, da die Werte zu erreichen, die ich euch am Ende als Platzierungsmöglichkeiten gebe. Ja. Ihr müsst euch erstmal für ein Ende entscheiden. Bei den Schwarzgurten, das ist immer ein gewisses Ende. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, die Schwarzgurte sollten wissen, wie man den Gürtel bindet. Und ihr fangt als allererstes bitte auf einer Körperhälfte an. Am Anfang nimmt man gerne immer so den Oberschenkel oder das Knie als Orientierung. Das könnt ihr gerne machen, wie ihr möchtet. Das ist immer die Frage. Viele sagen immer, fang am Knie an. Das kommt auf den Gürtel und auf die Gürtellänge drauf an. Das kann auch manchmal hier sein und passt dann am Ende. Also seid da nicht so pingelig, was die Kniespitze angeht. Hauptsache, ihr beginnt auf einer Seite. Ne? Ich mache das jetzt für euch immer auf der rechten Seite vor. Ich mache es bei mir normalerweise auf links. Das ist eine reine Gewöhnungssache. Das spielt keine Rolle. Also ihr könnt auf links oder auf rechts anfangen. Ist völlig wurscht. Nehmt naja, ungefähr so 40 cm, 30 cm, je nachdem, ob man groß oder klein ist, und Ende lässt das überhängen, legt das an seine Hüfte und schnappt sich dann mit der anderen Hand, ich mache das schön langsam, dass ihr alles mitbekommt, schnappt euch, nicht wundern, wenn ich mich jetzt umdrehe, schnappt euch mit der anderen Hand dieses lange Ende. Währenddessen ist meine rechte Hand die ganze Zeit an der Hüfte und hält diesen Gürtel hier wirklich fest an dieser Stelle, dass ich hier nichts mehr bewegen kann. Jetzt greife ich hinter meinen Rücken. Schnapp mir dieses lange Ende, wickel das und jetzt aufpassen, dass ihr schaut mal genau hin, ich komme mal ein bisschen näher, dass so eine Verdrehung hier nicht passieren würde. Das wäre riesengroßer Mist, sieht am Ende total hässlich aus und im schlimmsten Fall stürzt sogar, wenn ihr den Gürtel tragt. Also schön gerade lassen die ganze Sache. Und dann wickelt ihr das horizontal gerade um eure Hüfte, so ein bisschen auf oder leicht über den Beckenknochen, macht das nicht zu weit drüber oder zu weit runter, das sieht schrecklich aus. Außerdem blockiert es eure Beine nachher beim Treten. Auch wenn das heute nicht die Aufgabe ist, aber hier geht es ja auch darum, den Gürtel fürs Training und fürs allgemeine Taekwondo zu binden. Und wickelt den Gürtel um euren Rücken einmal rum. Ne, das haben wir gehabt hier. Linke Hand greift in dem Fall, geht einmal um den Bauch jetzt rum und trifft sich genau an der Stelle, wo ich den
Gürtel am Anfang mit der rechten Hand festgehalten habe. Und jetzt beginnt der Spaß von vorne. Das heißt, ich muss aufpassen, gerade bei den Kindern, lasst hier den Gürtel, dieses kurze Ende, mit dem ihr angefangen habt, lasst das hier nicht los. Ansonsten müsst ihr wieder von vorne anfangen, weil dann wickelt der Gürtel sich hier wieder auf und dann müsst ihr bei Null wieder starten. Das macht dann auch keinen Spaß. Also passt auf, dass der Gürtel hier bleibt und geht mit dem langen Ende einmal genau über den Gürtel rüber, den ihr am Anfang festgehalten habt, oder über das Ende, das ist ja der gleiche Gürtel. Und jetzt macht ihr das Gleiche nochmal. Jetzt ist für die Kinder ist das jetzt eine ziemlich motorische Herausforderung, ist ein gutes Training übrigens auch. Haltet jetzt mit einer Hand, das kann man jetzt variieren, haltet mit einer Hand jetzt wieder das Ende fest, bis ihr wieder mit der ersten Hand den Gürtel, wie so ein X, so. Ja, das muss jetzt auch noch nicht schön sein. Hier geht es erstmal nur darum, den Gürtel zweimal um die Hüfte zu wickeln. Jetzt haben wir es einmal gemacht. Und jetzt kommt das zweite Mal. Das zweite Mal ist genau wie das erste Mal. Ihr fangt jetzt wieder an, rechte Hand fixiert, das X, wenn ihr so wollt, dann greift die andere Hand das lange Ende. Und jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr hier auf der gleichen Spur seid wie bei dem ersten Umwickeln. Also schaut, dass ihr wirklich ganz genau auf der gleichen Linie seid wie bei dem ersten Mal. Ansonsten, was kann passieren? Das Verdrehen kann wieder passieren. Dann kann es vorkommen, dass sowas hier entsteht. Also ihr seht schon, das Schöne ist anders. Ja, also bleibt da auf einer geraden Linie, bis ihr wieder hier seid. Und wenn ihr an diesem, ich nenne das jetzt einfach mal X, ja, und wenn ihr an diesem Kreuzpunkt hier seid, dann nehmt ihr euch alles, was ihr hier habt. Also das lange Ende, das ihr rumgewickelt habt, die erste Wicklung und das kurze Ende, wo wir begonnen haben. Schnappt euch alle drei Dinge und schiebt euch die genau in die Mitte vor eurem Körper. Jetzt habt ihr im Grunde genommen das Schwierigste hinter euch. Jetzt nehmt ihr euch das Ende, das ihr rumgewickelt habt, bitte nicht das kurze oder das erste hier Stück. Das erste Stück wollt ihr nicht nehmen. Ihr wollt das Ende nehmen, mit dem ihr euch um den Körper rumgewickelt habt. Und das nehmt ihr mit der Spitze, mit dem Ende des Gürtels und schiebt das durch, seht ihr das? Ich hoffe, durch alle Gürtel, die hier irgendwie existieren, durch alle Wicklungen, schiebt ihr das unten ganz nah am Bauch durch und zieht das ein bisschen an. Jetzt kann der nicht mehr runterfallen. Jetzt habt ihr eigentlich schon gewonnen. Jetzt ist nur die Frage, wie geht der Knoten, natürlich muss man ab und zu den Anzug nachrichten durch das ganze Drehen und Bewegen. Wie geht der Knoten? Wenn ihr den Knoten macht, ist eine Regel einfach nur ganz wichtig. Und da gibt es halt, wie gesagt, von Sportart zu Sportart Unterschiede. Wir im WT-Taekwondo oder Wukibon-Taekwondo machen das folgendermaßen. Das obere Ende, das was jetzt oben rausguckt, das haben wir hier durchgeschoben, das legt ihr auf das untere Ende und zieht dieses obere Ende, was ihr jetzt raufgelegt habt, hier durch dieses Loch, was hier entstanden ist. Weil wenn man das rauflegt, hat man ja hier eine Lücke. Und da wollt ihr, also im Grunde genommen macht ihr oben rauflegen und den gleichen Gürtel hier einmal, oder das gleiche Ende hier einmal durchziehen und festziehen. Fertig. Oder? Nee. Warum nicht? Weil die Enden nicht gleich lang sind. Das ist, naja, ist das schön? Nee. Jetzt ist die Frage, wie kann man das machen? Jetzt kann man entweder den ganzen Gürtel wieder abmachen und von vorne anfangen und dann damit rumspielen, wie weit muss denn hier der Gürtel runter zeigen oder hoch zeigen, damit am Ende die ganze Sache gleich lang ist. Oder man nutzt einen Trick und den verrate ich euch jetzt. Also, man muss am Anfang erstmal schauen, ihr habt schon gesehen, löst den Knoten wieder. Also, wenn ihr seht, ihr macht den Gürtel fest und das funktioniert nicht und passt überhaupt nicht von der Länge, macht bitte nicht den Fehler und zieht beim Kontrollieren die Längen lang. Gerade bei den Kindern, hier kann man schummeln, so, dann macht man den und sagt, oh, ist ja gleich lang. Ist es ja auch. Aber nur von hier. Wenn ich jetzt das Ganze hängen lasse und den Gürtel festmache, ist das total schief. Also nutzt einen Spiegel, irgendwas, wo ihr das sehen könnt. Oder fragt jemanden und der soll mal schauen, ob die Enden gleich lang sind. Sind sie das nicht? Knoten aufmachen. Ein Ende wird dann zu lang sein. Wenn ein Ende zu lang ist, müsst ihr gucken, welches ist zu lang. Wenn das obere Ende zu lang ist, in dem Fall ist es bei mir so, das obere Ende ist zu lang, sollte man gut erkennen können. Dann muss ich gucken, dass das obere Ende kürzer wird als jetzt oder gleich lang ist wie das untere Ende.
Das obere Ende, jetzt bitte genau zuhören, das obere Ende ist zu lang. Das heißt, ich ziehe am kürzeren Ende hier, ohne meinen Gürtel festzuhalten. Ich halte jetzt nur das kürzere Ende und ziehe das kürzere Ende zum langen Ende. Und was dabei passiert ist, dass dieser Teil hier sich, ihr seht das, ich mache das mal ein bisschen langsamer, ich komme ein bisschen näher, dass diese, wenn ich jetzt hier ziehe, ich halte jetzt nur hier hoch, ich mache jetzt hier mit dem Gürtel nichts, damit ihr das besser sehen könnt. Wenn ich hier ziehe, seht ihr das? Verschiebt sich die ganze Sache. Und der Gürtel wird automatisch länger. So, wenn ich jetzt, ich lasse das jetzt einfach mal so, jetzt ziehe ich nochmal fest, damit hier nichts verrutscht und nehme hier dieses Konstrukt wieder in die Mitte. Und jetzt gucke ich nochmal. Im besten Fall immer einen Knoten machen. Erstens übt man den Knoten und zweitens sieht man besser, ob die Enden gleich lang sind. Oberes Ende drauf. Die Regeln sind immer die gleichen. Das obere Ende durchstecken, festziehen. Besser? Ich denke schon. Ja, ist noch ein bisschen zu lang, ist noch nicht ganz perfekt, aber ich hoffe, ihr seid da selber pingelig genug, um das schön sauber zu machen. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz ein anderes Szenario durch. Jetzt gehen wir davon aus, dass das untere Ende zu lang ist. Also ich übertreibe jetzt mal, also man kann das jetzt hier auch zu weit ziehen, dann ist das untere Ende zu lang. So, jetzt machen wir es mal völlig übertrieben. Ne? Ihr seht schon, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt hier. Also das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Jetzt ist das untere Ende vorhin zu kurz gewesen und wir haben das kurze Ende zum langen Ende gezogen. Jetzt ist die Regel hier genau das gleiche. Jetzt ist das obere Ende zu kurz und ich will das länger haben, als es jetzt ist. Nicht länger als das untere, es ist ja auch wieder ungleich. Das heißt, ich nehme das kurze Ende, in dem Fall ist es das obere, und schiebe es, ziehe es zum langen Ende. Ihr seht hier schon dieses Bewegen in diesem Konstrukt hier, in dieser Verbringung. So, zieh es fest, weil bis neben meinem Bauch geht es nicht weiter. Hier um den Rücken rum braucht ihr nicht machen, da muss man jetzt nicht übertreiben. Geht mit der ganzen Sache wieder in die Mitte, macht einen Knoten und guckt euch das Ganze einfach mal an. Und wenn das gerade ist, super, wenn nicht, Knoten nochmal auf und wieder versuchen zu justieren. Okay? Auch ein bisschen Übung, damit die Enden gleich lang sind. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist eine Wiederholungssache. Aber ich denke, ihr bekommt das hin. Übt da bitte viel, vor allem die Kinder. Wiederholt das ruhig 10, 20 Mal, damit ihr da sicher seid. Bevor wir dann, und da kommen wir jetzt zu der vorletzten Herausforderung kommen, wo ihr halt eben dieses Gürtelbinden, Wickeln und Knoten können und beherrschen müsst. Bis gleich. Also kommen wir mal zur Herausforderung. Das Erste, was ihr braucht, ist, wie gesagt, der Gürtel. Den mache ich jetzt mal ab. Und den legt ihr euch für diese Herausforderung quer vor euch hin. Ich hoffe, ich gehe mal sicherheitshalber, nicht, dass mir der Fuß wieder oder der Körper wieder verschwindet, wie bei anderen Videos. So müsste der Gürtel gut zu sehen sein. Und so ist euer Startpunkt. Ich habe am Anfang bereits gesagt, wer es vergessen haben sollte, ihr braucht noch dazu eine Stoppuhr. Und ihr habt da jetzt kein Zeitlimit, ganz im Gegenteil, ihr wollt wenig Zeit benötigen. Und jetzt ist die Frage, wofür? Ich zeige euch am besten, wie es geht, werde euch dabei die Regeln erklären und am Ende seht ihr, wie viel Zeit ihr unterbieten müsst, damit ihr eine jeweilige Platzierung in dieser Paljang oder in diesem Paljang Home Contest erreichen könnt. Erreichen könnt. Ihr legt euch auf den Bauch. Wir haben eingangs gesagt, hat was mit dem Rücken zu tun, das werdet ihr jetzt merken. Also ihr legt euch auf den Bauch. Und wir fangen gleich mal mit der ersten Regel an. Wenn diese Sache passiert oder wenn ihr mit euren Armen, so heißen die Dinger, den Boden berührt, dann ist der Versuch quasi fehlgeschlagen. Dann müsst ihr von vorne anfangen. Also ihr dürft mit den Armen nicht den Boden berühren, bis ihr nicht den ersten Teil dieser Herausforderung abgeschlossen habt. Also diese Aufgabe oder diese Herausforderung besteht aus zwei Teilen, die ihr innerhalb einer Zeitspanne schaffen müsst. Also da müsst ihr euch schon ein bisschen sputen. Die erste besteht darin, 5 Knoten in euren Gürtel zu wickeln oder zu knoten. Wie ihr die macht, ist völlig egal. Hauptsache, man definiert das Ganze als normalen Knoten. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Ende. Ihr habt jetzt den Gürtel, macht eine Schlaufe, zieht das Ende durch, zieht das fest. Das ist ein Knoten. Und davon müsst ihr 5 Stück machen.
in euren Gürtel, 5 Knoten in euren Gürtel knoten und diese 5 Knoten müsst ihr danach so schnell wie ihr könnt wieder lösen. Das ist der erste Teilbereich. Also ich mache euch das mal ganz kurz vor. Wie gesagt, die Arme sind in der Luft und bleiben in der Luft. Ob jetzt die Füße hochgehen oder nicht, das ist eure Entscheidung. Das hilft so ein bisschen fürs Gleichgewicht. Aber ansonsten, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hauptsache, die Arme sind in der Luft und der Kopf im besten Fall auch. Also ihr nehmt euch den Gürtel. Ich mache das jetzt mal ein bisschen gemütlicher, damit ihr das nachvollziehen könnt. Knoten Nummer 1. Danach Knoten Nummer 2. Danach Knoten Nummer 3. Danach Knoten Nummer 4 und Knoten Nummer 5. Hat sich da jetzt einer gelöst? Das weiß ich jetzt gar nicht. Denkt an die Arme, die dürfen nicht den Boden berühren, ja, inklusive der Hände. So, dann löst ihr den Knoten wieder. Den nächsten Knoten lösen. Also macht die Knoten fest, aber macht sie bloß nicht zu fest, ansonsten braucht ihr viel zu lange, um den Knoten wieder zu lösen. Und dann den letzten, also ich habe glaube ich einen Knoten im Vorhinein gelöst, unabsichtlich natürlich. Jetzt ist der Knoten, jetzt könnt ihr eure Hände auf den Boden ablegen, weil jetzt sind alle Knoten raus. Danach steht ihr so schnell wie ihr könnt auf. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten, weil ich glaube aus der Perspektive ist das sonst schwer zu erkennen. Nehmt euch den Gürtel, wickelt euch den Gürtel so schnell wie ihr könnt. Das habt ihr ja vorhin im Video gesehen, wie das geht. Wickelt euch den Gürtel so schnell wie ihr könnt um die Hüfte. Mit den Enden möglichst gleich lang. Das darf nicht aussehen wie so ein Zirkusclown. Und jetzt stoppt ihr die Zeit. Das heißt, sobald der Knoten festgezogen ist, stoppt ihr die Zeit. Und dann schaut ihr mal, wie lange ihr dafür braucht. Und das ist die 5. Herausforderung. Und ihr trainiert dabei sehr viele Sachen. Erstmal einen Knoten festmachen, das ist jetzt weniger wichtig, aber das Gürtelbinden, das schnelle Gürtelbinden, weil es gibt im Training für sich selber nichts Nervigeres, als wenn der Gürtel im Training mal abfällt. Das kann passieren, aber dann ist es natürlich sehr doof, wenn man dann irgendwie gefühlt eine halbe Stunde braucht, um den Gürtel wieder ranzumachen. Es ist ja immer so, dass der Gürtel euch gehört, also obliegt das ja auch euch, den Gürtel festzumachen und den Gürtel zu binden. Bei den Weißgurten in Ausnahmefällen und abhängig vom Alter, bei den Weißgelbgurten noch hilft natürlich noch der Meister und der Trainer, aber das sollte ja so schnell wie möglich eine Sache sein, die man selber hinbekommt. Und von daher ist das ein gutes Training, um da viele Kleinigkeiten miteinander zu verbinden und vor allem das Gürtelbinden. Und welche Zeit ihr unterbieten müsst für eine jeweilige Platzierung, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Macht da ruhig mehrere Runden. Mal gucken, ob ihr dann schneller werdet im Laufe der Zeit. Also da könnt ihr die Pausen etwas kürzer gestalten als bei zum Beispiel als bei der ersten Herausforderung, wo euch der Oberschenkel dann wegfliegt, wenn ihr das zu oft hintereinander wegmacht. Da werden die Werte wahrscheinlich eher schlechter als besser. Hier könnt ihr ruhig hintereinander wegprügeln. Da könnt ihr mal ein paar Runden am Stück versuchen. Und dann seid fleißig wie immer. Und dann sehen wir uns übermorgen zur letzten Herausforderung wieder. Ciao, Kajo. Bis Freitag.